1945. 100.000 Tote auf einen Schlag. Die Menschheit ist zu grausamen Dingen imstande. Trotz all der Historiker, Bibliotheken und Aufzeichnungen muss man die Menschen immer wieder daran erinnern, damit sie sich nicht eines Tages selbst vernichten. 1947 präsentiert eine Gruppe Wissenschaftler, die an der ersten Atombombe arbeiteten, erstmals die Weltuntergangsuhr. Es ist 7 Minuten vor Mitternacht. Über die Jahrzehnte hinweg manövriert sich die Menschheit immer wieder dem eigenen Untergang entgegen und zurück. 1963, 12 Minuten vor Mitternacht. Es werden eine Reihe neuer Regelungen aufgestellt. Die Atomwaffentests in der Erdatmosphäre verbietet und den Besitz von Atomwaffen zwischen den Staaten reguliert. 1974, 8 Minuten vor Mitternacht. Während China und der Süden Asiens Zugriff zur eigenen Bombe erhalten, stellt sich heraus, dass die Atomraketenarsenale modernisiert wurden, anstatt eingedämmt zu werden. 1984, 3 Minuten vor Mitternacht. Die diplomatischen Beziehungen zwischen der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten wurden stillgelegt. Ronald Reagan plant eine Waffenexpansion im Weltall. 1991, 20 Minuten vor Mitternacht. Der europäische öffentliche Widerstand lässt dieses Gebaren nicht zu. Neue Verträge verbannen eine Vielzahl an Atomwaffenkategorien. Und schließlich endet der Kalte Krieg offiziell mit der Auflösung der Sowjetunion im Jahre 1991. Die Welt befindet sich in einer euphorischen Phase. Nie wieder Krieg. 2019 markiert einen Tiefpunkt unserer Weltgeschichte. 2 Minuten vor Mitternacht. Neben einem atomaren Holocaust wird die Menschheit durch globale Welterwärmung, Cyberkriegsführung, Bürgerkriege, subjektive Berichterstattung und Neonationalismus bedroht. Wohin wird diese Reise bloß gehen? Sag's mir. Kleiner Mann. Du bist so allein. Hab keine Angst. Ich will dir nur etwas Gesellschaft leisten. Und hopp! Abend. Menschen sind grausam, nicht wahr? Möchtest du weg von hier? Lass uns gemeinsam fliehen. Schau mir einfach tief in die Augen. Ästhetischer Anblick. Nicht wahr? Von hier aus wird einem bewusst, wie klein und unbedeutend die Menschheit ist. Winziger als ein Staubkorn. Du fühlst dich auf der Erde gefangen, nicht wahr? Du wünschst dir manchmal, dass die Erde zu einem ruhigeren Ort werden würde. Du wünschst dir,
dass alle endlich friedlich miteinander ihr Leben verbringen würden. Allerdings sind nicht alle deiner Meinung. Es ist noch zu viel vom Affen im Menschen. Bestimmt fragst du dich, was das ganze Gerede hier soll. Schau tief in dein Herz hinein. Auch du hast den Wunsch zu bestrafen. Hey, geh nicht weg von mir. Du musst es nicht verleugnen. Es werden immer mehr. Überbevölkerung, Umweltverschmutzung, Fremdenhass, Manipulation, Hysterie, Paranoia. Der kommende Weltenbrand wird unvermeidbar über uns einbrechen. Nur noch 10 Jahre. Er kündigt sich bereits überall an. Ich besitze genug Kalkül und Unbarmherzigkeit, um die Erde von den Parasiten, die sich Menschen nennen, zu befreien. Jedoch musst du dich mir als mein Wirt anbieten. Sei mein Gesandter auf Erden. Lass mich dir ein Herz aus Stahl schenken, damit du nie wieder weinen musst. Du bist ein Monster. Wie bitte? Du bist ein Monster. Frechheit. Unverfrorene Frechheit. Solch eine Verschwendung. Monster! Solch eine Enttäuschung. Du kannst laufen, so viel du willst. Mir entkommst du nicht. Seele wird bei mir bleiben. Für immer gespalten sollst du sein. Kein eigenes Urteil wirst du je fällen. Ein Kind bleiben zwischen Mond und Erde. Bis zum Tag, an dem ich dich vertilge. In 10 Jahren komme ich dich holen. Good morning, world. It's time for your daily dose of news. Today, the people of the United Republic of Korea are celebrating their annual reunification drum festival at the former demarcation zone. 在叙利亚新的世界博物馆开放, 以庆祝内战的结束, Theologen und religiöse Leiders haben sich in Jerusalem versammelt, um het eerste interreligiöse Kongress te houden.
Warum sind hier keine Stadtbewohner mehr? Sie sind fort. Wieso? Weil ihnen langweilig wurde. Hey! Aufhören. Das verdirbt den Geschmack. Auch wenn meine Bude ja nicht den Anschein erweckt, ich bin mehrmals als der beste Peking-Entenkoch der Welt ausgezeichnet worden. Zoll dem Essen also bitte den entsprechenden Respekt. Bist du eigentlich immer so wortkarg? Hätte ich dich auch nur liegen gelassen und mir den Stress gespart. Oh Mann. Tut mir leid. Meine Manieren lassen auch echt viel zu wünschen übrig. Ich hab's. Lass mich dir zur Aufheiterung eine Geschichte erzählen. Vor langer, langer Zeit, als dieser Stand hier noch eine Dönerbude und die Stadt gut bevölkert war. Es war vor einer langen, langen Zeit. Da lebte eine gute Freundin von mir in dieser Stadt. Man nannte sie die Malerin mit der orangenen Mütze. Ich bin exmatrikuliert. Meine scheiß Kohle ist weg. Und scheiß Haarmilch schmeckt beschissener als frische Milch. Der ganze verfickte Bürokratenkram. Zeit zu malen habe ich eh nie wieder. Dieser ganze abgefuckte Scheißdreck. Boah, bin ich wütend. Boah, bin ich hungrig. Nach so einem Tag muss wenigstens ein perfektes Dinner her. In Mac Max werde ich für einen labbrigen Burger wahrscheinlich 20 Minuten anstehen. Ein perfektes Dinner? Das letzte Mal, als ich bei Bratking war, wurde mir ziemlich schlecht. Mein perfektes Dinner? Ich komme. Mit Döner bin ich mir nicht sicher. Fuck. Was mache ich hier eigentlich? Steht doch die ganze Welt offen. Hungrig und wählerisch, wie sie nun mal war, fing sie an, für ihr perfektes Dinner zu laufen. Sie überquerte Straßen, Autobahnen, Landstriche, Felder, Hügel, Berge, Teiche, Flüsse, Seen, Städte, Länder, ja ganze Kontinente. Tolle Aussicht. Großartiges Essen. Das freut mich. Iss nur so viel du kannst. Aber sag, was treibt dich zu Fuß nach Jerusalem? Jerusalem? Ja. Du bist jetzt in Jerusalem. Im Land, in dem weder Milch noch Honig fließen. Jetzt könnte ich echten Schnaps vertragen.
Der junge Mann bot ihr ohne weitere Umschweife einen Job als Coach im örtlichen Boxverein Haslin an. Es handelte sich um einen gemischten Verein aus Palästinensern und Israelis, der zwar noch sehr jung und fragil war, aber mit der Zeit immer mehr junge und alte Mitglieder gewinnen konnte. Was hält bloß solch eine Bande zusammen? Eine Bande bestehend aus Palästinensern und Juden, die gegenseitige Verfolgung und Diskriminierung über Jahrzehnte hinweg erdulden mussten. Was hält bloß solch eine Bande zusammen? Es ist gut, jemanden zu haben, der jedem einen High Five gibt, der einen mit Frohsinn aus dem Hinterhalt überrascht, immer für eine Umarmung zu haben ist und den fauleren Leuten einen ordentlichen Arschtritt verpasst. Nachdem sie dann zu einer festen Einheit zusammengewachsen waren, planten sie gemeinsam eine Verschwörung. Sowohl palästinensische als auch israelische Mitglieder des Boxvereins versammelten sich an der Klagemauer, um eine Muskelmauer zu bilden. Als eine erstmals geschlossene Gruppe zweier verfeindeter Nationen wollten sie den Machthabern gegenüber Stärke demonstrieren. Kinder sind auch in diesem Boxverein. Unsere Enkel. Sie sind auch in diesem Boxverein. Habe ich recht? Und so kam es dazu, dass Abbas und Netanyahu den Anfang einer neuen Ära besiegelten. Genau zur gleichen Zeit, zu der in einer israelischen Forschungseinrichtung ein Experiment stattfand. Es handelte sich um eine Testphase eines Projektors, der den Einblick in die Fantasie des Trägers ermöglichen sollte. Warum passiert nichts? Sind unsere Gedanken lediglich eine Illusion? Besteht unsere Fantasie also in Wahrheit aus einem unendlichen Nirvana des Nichtseins? Revolutionär! Sensationell! Wann drücken Sie endlich auf den Auslöser der Fernbedienung? Der Wissenschaftler schämte sich ein wenig und schaltete schnurstracks das Gerät ein. Es geschah etwas völlig Unerwartetes. Kein Science-Fiction-Film dieser Welt hätte es besser einfangen können. Sie entdeckten den schönsten Gelbton aller Zeiten. Das neu entdeckte israelische Gelb wurde rasch zur Herstellung von Produkten aller Art verwendet. Eines dieser vielen Produkte nahm eine sehr besondere Rolle ein. Man sagte dem israelischen Gelb nach, dass es eine beruhigende Wirkung auf den Betrachter ausübte. Längs des Gazastreifens wurden gelbe Socken unter Jung und Alt zum letzten Schrei. So machte man es sich beim Trocknen gelber Socken gerne gemütlich. Selbst der Grenzposten ließ sich dieses Vergnügen nicht entgehen. Ich bin geheilt. Seitdem fiel kein einziger Schuss mehr am Gazastreifen. Jedoch braute sich abseits der Grenzen ein Konflikt der nächsten Generation an. Das ist meine Sandburg. Nein, das ist meine. Nein, meine. Unendliche Spiegel. Und endlich mal unendlich viele Spiegel. Du gehst mir ganz schön auf die Nerven. Schere. Stein. Wow. Papier. Faust des Todes! Spielverderberin!
Auf sie! Hinterher! Und so nahm eine kleine Spielverderberin die einprasselnden Fäuste zweier kleiner Streithähne für sich in Kauf. Das war eine tolle Geschichte. Tja, tief in deinem Innern bist du trotz deines albernen Anzugs immer noch ein Kind, das an Märchen glauben will. Erzähl mir noch eine Geschichte. Ach, kleiner Mann. Das geht leider nicht. Du hattest heute viel Glück. Der Laden wird heute nämlich für immer dicht gemacht. Jetzt ist schon auf. So, das wär's. Wirst du alleine zurechtkommen? Nimm mich mit. Nein, das geht nicht. Ich hab dich durchgefüttert und dich gut unterhalten. So leid's mir auch tut, aber mehr ist einfach nicht drin. Ein Versuch war's wert. Es gäbe da noch eine Sache. Okay. Was ist denn mit dir los? Ich hab's mir schon gedacht. Du hast einen ordentlichen Dickschädel. Damit wirst du dich bestimmt auch alleine durchschlagen. Puh. Oh. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Kannst du mich echt nicht mitnehmen? Nein, kleiner Mann. Du wirst mich wirklich hier zurücklassen? Schau mal, kleiner Mann. Du wirkst auf mich so, als hättest du noch einiges zu klären. So hart es auch klingen mag, das, was dich Kind bleiben lässt, musst du auf deinem eigenen Weg herausfinden und lösen. Jetzt mach hier nicht einen auf Psychologen. Steck dir deine Geschichten sonst wohin. Ich werde in die Welt hinausgehen und mit eigenen Augen sehen, dass die Menschen da draußen weder Gutes tun, noch Gutes mit der Welt angestellt haben. Tja, beleidigtes Kind. Es liegt schließlich an dir, woran du glauben möchtest. Und wenn du deinen Dickkopf für so eine miesepetrige Sichtweise hinhalten willst, musst du selber schauen, wo du damit hinkommst. Aber ich halte mich da raus. Mein eigener Dickkopf will endlich auf Kurs kommen. Hoffnungsloser Idiot. Du vertröstest dich mit Märchengeschichten, aber kriegst nicht mal deine Schrottlaube zum Laufen. Das war's wohl mit der Weltreise. Quack, quack. Quack, quack.
geht diese Reise bloß? Wonach strebt die Menschheit? Wohin wird unsere Reise gehen? Für wen und wofür soll ich kämpfen? Ein Teil von mir ist hier, auf der Erde. Ein anderer Teil von mir ist immer noch auf dem Mond. Genauso und nicht anders will ich dich. Gebrochen, hoffnungslos, wehrlos. Endlich werde ich den Wirt übernehmen, um den Affen in ihm auszumerzen. Fang endlich an, zu demjenigen zu werden, der all dem ein Ende bereiten wird. Я сойду с умрот горя. Но вы, как умела,
и вместе с ней навсегда умерли все мои последние теплые чувства к людям. Моя душа опустела. Полностью опустела. Я хочу иметь стальное сердце, чтобы не чувствовать эту боль. Das Glück, wonach der Affe strebt, ist nicht greifbar. Der Tod macht alles flüchtig. Die Unnachgiebigkeit der Schimpansen muss gebrochen werden. Führen wir sie. Führen wir sie in das allerletzte Gemetzel. Ein letztes noch. Damit der Affe nie wieder auf einem Hügel stehen wird, werde endlich zu dem, der dem Menschenaffen ein Ende bereiten wird. Zeig dich! Zeige dein wahres Selbst! Bündle die Gewalten in dir, welche dir von der Natur geschenkt wurden. Wie? Du zögerst noch? Die Menschheit ist eh durch ihre Natur zu allen Gräueln dieser Welt vorbestimmt. Es fließt in den Adern der Menschenaffen. Immer weiter auseinanderzugehen und nach neuen Höhen Aussicht zu halten. Dazu seid ihr bestimmt, bis ihr euch selbst zugrunde richtet und die Erde euch nicht mehr nährt. Sieht zu, wie alles, wonach ihr strebt, zwecklos ist. Was hat das zu bedeuten? Inmitten der Menschen befinden sich jene, die mit aller Kraft versuchen, unsere Pfade zu einem höheren Ziel zusammenzuführen. Wenn wir zusammenhalten, können wir der Menschheit ein neues Gesicht verleihen. Deine gebetsmühlenartige Rezitierung der Geschichte ändert nichts daran, dass Boxer, gelbe Socken und Versöhnung eine schöne Geschichte ergeben. Mir ist bewusst, dass es sich bei diesen Geschichten nur um Märchen handeln könnte. Aber sieh doch! Ich brauche dich nicht mehr, um mir die Welt erklären zu lassen. Stattdessen glaubst du an Märchen. Du bist es gewesen, der mir gezeigt hat, wie klein und unbedeutend die Erde im Vergleich zum Universum ist. Im Vergleich zum Großen und Ganzen sind wir kleiner als ein Staubkorn. Umso unbedeutender sind die Bestrebungen jener, die sich als Herrscher dieses Staubkorns aufstellen wollen. Du lächelst? Hör auf. Wenn du weiter weinst, werde ich dich vertilgen. Sag's mir, kleiner Mann. Weswegen meinst du? Welcher Lüge soll ich hinterherlaufen? Was muss ich dafür tun, dass du die Erde nicht ins Chaos stürzen wirst? Wann muss ich nicht mehr vor dir weglaufen? Ein Teil von mir ist auf der Erde und ein anderer Teil von mir ist auf dem Mond. Ich bin zerrissen. Die Namen, die du mir gibst, sie lauten Hass,
Rache, Gewalt, Neid, Zorn, Verrat. Du entscheidest, was dein Herz dir sagt und ob du dich vor ihm fürchten musst. Es wird Zeit, sich zusammenzureißen. Dass einer wie du mal über seinen Schatten springen würde. Mein neuer Name soll von Vitalität sein. Lass mich aufgehen in einem Strom aus Licht und Wärme. Es lässt das Herz höher schlagen, wenn Menschen einander haben. Es bedeutet zu bekennen, einander Gutes zu tun, ohne etwas zurückzuverlangen. Wird man trotzdem aus Dank beschenkt, so überfällt es uns aus heiterem Himmel, so dass man glaubt zu fliegen. Ich kann mich wieder dran erinnern. Ich kann es wieder fühlen. Bis gleich, kleiner Mann. Hast du immer noch Angst? Italien, Marokko, China, Japan. Die Welt ist groß. Geh hinaus mit Optimismus, so wie ein freudiges Kind. Die Weltuntergangsuhr steht auf 8.30 Uhr. Die Mitternacht ist in weite Ferne gerückt. Mir scheint, da stünde uns ein schöner Sonnenaufgang bevor. Hörst du nicht die Erdenmusik? Wie die Mutter ihr Kind in den Namen wiegt. Und
Weißt du, wo die Sonne steht? Wenn du siehst, wo die das aus Treiben vor der Blüte füllst du dich. Immer wieder aufs Neue, mit jedem Atemzug.